Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir zeigen euch heute mal, wie ihr ganz einfach einen Schnüffelteppich selber machen könnt. Für das DIY benötigt ihr einmal eine Spülmatte, eine Fließdecke, da könnt ihr auch zwei nehmen in verschiedenen Farben. Dann benötigt man noch eine Schere, ein Lineal und einen Stift. Wir haben da noch extra so einen Stoffstift, wenn ihr sowas nicht habt, dann könnt ihr einfach einen ganz normalen nehmen. Das erste, was man dann machen muss, ist einmal die Streifen abmessen. Die Streifen sollten so 2 bis 2,5 cm breit sein und 20 cm lang ungefähr. Wie man hier sehen kann, es sind bei der Decke schon so, ja, ich sag mal, Streifen vorgegeben. Und die haben wir dann auch gleich genutzt und haben erstmal solche langen Bänder hergeschnitten. Dann haben wir von den Bändern einmal 20 cm abgemessen. Und um das nicht jedes Mal zu machen, haben wir den ersten Streifen dann als Vorlage sozusagen benutzt. Dadurch geht das Ganze schneller und die Streifen werden auch einigermaßen gleich lang. Falls ihr mal ein bisschen krumm schneidet oder so, dann ist das überhaupt nicht schlimm, weil man das später nicht mehr sieht. Und wenn man dann seine Streifen hergeschnitten hat, geht es auch schon ans Verknoten der Bänder. Dazu fädelt man einfach von hinten das Band durch zwei Löcher. Dann nehmt ihr die zwei Enden, haltet sie zusammen und zieht sie dann hoch, so dass die Enden dann gleich lang sind auf jeder Seite. Und macht einen Doppelknoten rein. Und so soll es dann aussehen schon mal, wenn man etwas weiter ist. Und hier seht ihr nochmal, wie man die Bänder genau durchfädeln muss, also immer so kreisförmig. Und wenn man dann schon weiter ist, sieht das Ganze dann schon so aus. Hier könnt ihr das Ganze dann nochmal in nah sehen. Und ja, so sieht der Schnüffelteppich aus, wenn er fertig ist. Jetzt fehlen nur noch die Leckerlis, die muss man einfach zwischen den einzelnen Bändern verteilen und ein bisschen verstecken. Und dann kann es mit dem Suchen auch schon losgehen.
unseren Kaninchen macht das sehr viel Spaß. Ich finde, das ist eine gute Beschäftigung für Kaninchen. Allerdings sollte man immer dabei bleiben, wenn man diesen Schnüffelteppich reinlegt, da die Kaninchen den ja auch anknabbern können und das nicht so gut ist. So, und das war's jetzt auch schon wieder mit unserem Video. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen. Und falls ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne hier kostenlos tun. Und dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.